Willkommen zurück zu der Schülertagung Süd. Wir befassen uns an diesem Tag mit dem großen Thema Schöpfungsindizien und wie wir eben gesehen haben im ersten Vortrag von Reinhard Juncker, gibt es reichlich Schöpfungsindizien in der belebten Welt. Das waren aber praktisch alles Schöpfungsindizien, die man auch mit dem bloßen Auge, zumindest in einem Fall, wenn man das Mikroskop zu Hilfe nimmt, sehen kann. Aber Schöpfungsindizien sind auch reichlich dort zu sehen, wo man eigentlich nicht unmittelbar mit dem Auge hineinsehen kann, nämlich im Inneren der Zellen. Und daher lautet der Titel meines ersten Vortrags für heute, Schöpfungsindizien in lebenden Zellen. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ja, was sind Zellen überhaupt? Was sind lebende Zellen? Und man kann kurz sagen, so wie Atome in der Chemie, so sind Zellen auch in der Biologie. Alles Lebendige ist eine Zelle oder besteht aus Zellen. Und dieses Wissen um diese Tatsache, das gab es schon Mitte des 19. Jahrhunderts. In einem Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 1839 schreiben Matthias Schleiden und Theodor Schwann: Wir haben gesehen, dass alle Organismen aus wesentlich gleichen Teilen, nämlich aus Zellen, zusammengesetzt sind. Ähnlich lautet auch die Aussage von Rudolf Virchow aus dem Jahr 1855: Jedes Tier erscheint als eine Summe vitaler Einheiten, von denen jede den vollen Charakter des Lebens in sich trägt. Und Virchow war auch jemand, der sich eben gegen die Auffassung wandte, dass Zellen von selbst entstehen könnten. Und auf ihm beruht eben auch der Grundsatz, der heutzutage als Zelltheorie bezeichnet wird. Demnach heißt es, alles was lebt, ist entweder eine Zelle oder besteht aus Zellen. Und Zellen kommen daher in verschiedenen Formen, und man kann sie grob in drei Formen, also in drei Kategorien fassen. Zum einen die komplexeren Zellen, die Eukaryoten, die etwas weniger komplexen Zellen, die Prokaryoten bzw. die Archaea. Und dann gibt es noch die Viren. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche sind lebende Zellen und wann sind Zellen lebendig? Wie bereits erwähnt, es gibt einmal die Eukaryoten und die Prokaryoten. Und bei den Eukaryoten, da liegt eine Zellwand vor, da gibt es einen Zellkern mit Erbgut im Inneren, da gibt es Organellen, da gibt es einen Stoffwechsel und die können sich fortpflanzen. Ähnlich verhält es sich eben auch bei den Prokaryoten, da gibt es zwar in der Ausstattung, in der molekularen Ausstattung Unterschiede, aber vom Prinzip her gibt es auch hier eine Zellwand. Auch hier liegt ein Erbgut vor, allerdings eben ohne Zellkern. Also das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Eukaryoten und Prokaryoten. Prokaryoten besitzen auch Organellen, sie besitzen auch einen Stoffwechsel und sie können sich auch fortpflanzen. Bei Viren sieht das etwas anders aus. Die haben eine Zellwand und auch ein Erbgut, allerdings auch ohne Zellkern. Aber sie besitzen keine Organellen, keinen Stoffwechsel und sie können sich nicht selbst fortpflanzen. Dazu brauchen sie eine Wirtszelle, die sie dazu manipulieren, dass die Wirtszelle Viren erzeugt. Und deshalb sagt man, dass eben Eukaryoten und Prokaryoten lebendige Zellen sind. Viren gelten an sich als nicht lebendig. Und ein weiterer Grundsatz stammt ebenfalls von Rudolf Virchow im Hinblick auf Zellen. Omnis cellula e cellula. Zellen entstehen nur aus Zellen. Und bereits dieser Sachverhalt stellt ein erstes Schöpfungsindiz dar, denn man stellt sich ja dann unmittelbar die Frage, ja, wie entstand denn die erste Zelle, wenn Zellen nur von Zellen kommen können? Da liegt nahe, dass sie geschaffen worden ist. Und dieser Sachverhalt beschäftigte Wissenschaftler bereits im 19. Jahrhundert, sodass zum Beispiel die Französische Akademie der Wissenschaften einen Preis ausschrieb auf die Lösung dieser Frage, nämlich
ob Zellen von selbst entstehen können, ob es so etwas wie spontane Entstehung von Zellen gibt. Diesen Preis gewann Louis Pasteur im Jahr 1862 nach einigen eleganten Arbeiten zu dieser Frage. Das, was Pasteur machte, führte dann letztlich auch zu dem Begriff Pasteurisierung. Er legte in solchen Schwannenhalskolben, wie man sie hier sieht, eine sterile Nährlösung vor. Und diese sterile Nährlösung, da gibt es nichts, was lebt. Das liegt daran, dass sie ausgekocht worden ist. Und wann immer er diese Schwanenhalskolben verschloss, zum Beispiel mit seiner Vakuumpumpe oder mit seinem Ofen, da gelangten eben keine Keime hinein. Und da beobachtete er auch auf unabsehbare Zeit kein Wachstum, keine Bildung von Bakterienkulturen oder Ähnlichem. Wurden die Schwanenhalskolben aber offen gelassen, dann beobachtete man eben die Entstehung verschiedener Kulturen von Mikroorganismen. Und Louis Pasteur fasste seine Erkenntnisse zusammen in einer etwas weiteren Aussage als vorhin im Hinblick auf Zellen. Er sagte, omne vivum ex vivo, alles Lebendige kommt aus Lebendigem. Hier haben wir also einen Zusammenhang, einen direkten Zusammenhang zwischen Zellen und Leben. Dennoch sind heutzutage viele Wissenschaftler davon überzeugt, dass irgendwann vor einer sehr langen Zeit Zellen doch noch von selbst entstanden sein könnten. Man stellt sich das ungefähr so vor, wie hier auf dieser Abbildung. Am Anfang sollen zunächst kleine Moleküle entstanden sein, vor allem durch chemische Reaktionen unter der Erde oder in einem anderen Reaktionsraum, sei es ein warmer Tümpel, wie sich zum Beispiel Charles Darwin vorgestellt hat. Und dann sollen diese Moleküle zusammengekommen sein an einem Ort, könnte auch ein warmer Tümpel sein oder eben auch irgendwelche Kavitäten unterhalb der Erde. Und dann sollen diese Moleküle miteinander chemische Reaktionen eingegangen sein. Dazu sind natürlich Energiequellen notwendig. Das kann Licht sein, das können Blitze sein, das kann Wärme sein. Da gibt es verschiedene Ideen. Und daraus sollen Nukleinsäuren, Proteine, Zucker, Fette und so weiter entstanden sein. Und diese Moleküle sollen sich dann selbst organisiert haben zu einer ersten Zelle oder zu ersten Zellen. Und im Hinblick auf die Ergebnisse von Louis Pasteur schrieb Andreas Wagner in seinem Buch Arrival of the Fittest, Solving Evolution's Greatest Puzzle, folgende Sätze. Das heißt nicht, dass spontane Zeugung sich in der frühen Erdgeschichte nicht ereignet hat. Für einen natürlichen Lebensursprung ist sie sogar erforderlich, aber in wesentlich bescheidener Form als moderne Zellen. Die frühe Lebensform war vielmehr ein Ochsenkarren als ein Ferrari. Das, was Wagner hier macht, ist also der Gebrauch eines Gleichnisses, um einen Sachverhalt zu erklären, der für uns nicht unmittelbar zugänglich ist. Wir waren natürlich nicht dabei und können nicht sagen, wie die ersten Zellen entstanden sind. Und das Problem hier aber ist, dass wir durchaus im Labor Versuche anstellen können, die es uns ermöglichen zu beurteilen, ob zum Beispiel die Entstehung von Nukleinsäuren aus kleinen Molekülen oder die Entstehung von Proteinen ebenso aus kleinen Molekülen plausibel ist. Ebenso können wir Überlegungen anstellen und Versuche durchführen, um herauszufinden oder zumindest zu plausibilisieren, ob zum Beispiel die Selbstorganisation dieser organischen, dieser großen Moleküle zu Zellen überhaupt möglich ist. Und ich selbst hatte Gelegenheit im Labor zum Beispiel Nukleinsäuren herzustellen und auch Proteine. Und dieses Schema, wie wir das hier sehen, kommt für mich ziemlich absurd daher. Mir erscheint dieser Vorgang als absolut unglaubwürdig, weil ich weiß, wie viel Arbeit man reinstecken muss, um zum Beispiel Nukleinsäuren, selbst kleine Moleküle von Nukleinsäuren oder kleine Proteine herzustellen, und dass es dazu jede Menge Know-how braucht und auch genaue Arbeit. Ja, und warum ist das so? Warum
ist es eigentlich so, dass Zellen jetzt nicht einfach so von selbst entstehen können. Selbst wenn man alle diese Moleküle vorlegen würde und selbst wenn man ideale Bedingungen schaffen würde und lange warten würde, Zellen würden nicht aus diesen Makromolekülen von selbst entstehen. Zumindest ist das die bisher immer wieder gemachte Erfahrung. Schauen wir uns zunächst einmal die allgemeinen Eigenschaften von Zellen an. Zellen besitzen eine Abgrenzung nach außen. Und um zu überleben, müssen Zellen Nährstoffe aufnehmen und sie müssen Gifte ausscheiden. Das ist beim Stoffwechsel immer notwendig. Das heißt also, in der Zelle müssen Prozesse vorgehen, die unterscheiden können, was nützliche Stoffe sind und was nicht nützliche Stoffe sind. Das ist ein ziemlich anspruchsvoller Vorgang. Ebenso sind Zellen dazu in der Lage, sich selbst zu reparieren. Das heißt aber auch hier, wie vorhin schon im Vortrag gehört, muss es einen Abgleich zwischen einem Ist-Wert und einem Soll-Wert geben können. Denn die Zelle muss ja irgendwie feststellen, dass etwas kaputt ist und wie es zu reparieren ist. Auch das ist technisch gesehen eine ziemlich große Herausforderung. In Zellen findet ein Stoffwechsel statt. Das heißt, Zellen können chemische Stoffe von außen selektiv aufnehmen und sie in Form von anderen Molekülen als Energie, also Energie in Form von anderen Molekülen, speichern. Manche Zellen können auch Lichtenergie aufnehmen und sie in Form von chemischen Äquivalenten speichern. Das bedarf aber sehr anspruchsvoller chemischer Prozesse innerhalb der Zelle, einer sehr genauen Organisation und Koordination dieser Vorgänge. Und das ist auch eine ziemlich große Herausforderung. Zellen können sich reproduzieren, das heißt, bei Bakterienzellen geschieht das durch Zellteilung. Bei höheren Lebewesen pflanzen sich ja sexuell fort, aber bei Mikroorganismen geschieht das durch Zellteilung und da ist es ebenfalls notwendig, dass hochkomplexe chemische Prozesse ablaufen. In Zellen gibt es Information, die liegt im Erbgut vor. Von der DNA wird die Information über die RNA zum Protein übertragen. Das bedarf aber der Kodierung und der Interpretation. Und auch das sind Sachverhalte, die durchaus anspruchsvoll sind. Darüber hinaus besitzen Zellen die Fähigkeit der Wahrnehmung. Wenn wir also einen Schmerz wahrnehmen, dann liegt das daran, dass es bei uns in Zellen entsprechende Signalweiterleitungsmöglichkeiten gibt. Bakterien zum Beispiel können auch Nahrungsquellen feststellen. Das liegt daran, dass Bakterien Sensoren haben, also man nennt sie Rezeptoren auf der Zelloberfläche und damit können sie praktisch Dinge riechen. Darüber hinaus besitzen Zellen die Fähigkeit der Anpassung. Zellen reagieren darauf, wenn irgendwelche Parasiten sie angreifen, sei es zum Beispiel unser Immunsystem, das auf Eindringlinge reagiert oder auch ein Bakterium, das Phagen abwehrt, indem es das Erbgut, was die Phagen einschleusen, mit Proteinen zerstört. Es gibt natürlich auch durchaus Einrichtungen bei diesen Zellen, die nicht unbedingt überlebensnotwendig sind, aber man kann festhalten, dass diese Eigenschaften der Zellen allesamt notwendig sind. Die müssen von Anfang an vorgelegen haben. Man kann es auch ein Stück weit mit einem Auto vergleichen. Bei einem Auto gibt es zum Beispiel auch Funktionen, die nützlich sind, aber die verzichtbar sind. Wenn also ein Blinker ausfällt, dann wird das Auto nicht liegen bleiben. Aber es gibt eben viele Funktionen im Auto, die nicht reduzierbar oder nicht verzichtbar sind, damit das Auto überhaupt fahren kann. Und so ist es generell ein aufschlussreicher Vergleich, Zellen mit Computern gegenüberzustellen. Das wurde zumindest lange Zeit gern von Befürwortern der Schöpfungslehre gemacht. Und da haben sich Befürworter der Evolutionslehre eher dagegen gestellt, solche Vergleiche anzustellen. Und deswegen war ich überrascht, vor nicht langem in einem Artikel aus der Astrobiology zu lesen, dass tatsächlich Befürworter der Evolutionslehre genau diesen Vergleich angestellt haben, nämlich zwischen einer Zelle und einem Computer. Dort schreiben Damer und Demer: Es ist eine interessante und erleuchtende Übung, in Silico-Programme mit dem Betriebssystem des Lebens zu vergleichen.
Und weiter schreiben sie, dieser Vergleich bringt uns zu der Frage, die wir hier adressieren wollen. Kann ein chemischer Computer spontan auf einem sterilen, aber bewohnbaren Planeten wie der frühen Erde entstehen? Die Antwort ist offensichtlich ja, weil das Leben angefangen hat. Doch der Vorgang, durch den das eingetreten ist, bleibt ein fundamentales Problem der Biologie. Also die Autoren dieses Artikels gehen davon aus, dass es in Zellen ein Programm gibt, ähnlich wie in einem Computer. Die Autoren gehen davon aus, ja, dass die Frage eben, wie ein solcher chemischer Computer, nämlich als den sie die Zelle bezeichnen, entstanden sein soll, bisher ein fundamentales Problem ist. Sie können es also nicht wirklich erklären, sondern sie gehen davon aus, dass es passiert ist. Und da wollen wir schauen, ob das plausibel ist. Zunächst einmal kann man sich anschauen, wie sieht es mit den Bauteilen aus. Wir wissen ja, dass bei einem Computer das Material ausgesucht ist. Also Menschen machen sich ja Gedanken, bevor sie ein bestimmtes Material verwenden zur Verarbeitung eines Computers. Gibt es zum Beispiel auch Hinweise darauf, dass das Material, aus dem Zellen bestehen, speziell beschaffen ist, vielleicht sogar optimiert ist? Dann kann man sich Funktionseinheiten anschauen. Auch da ist bekannt, dass bei Computern Funktionseinheiten komplex sind und man kann auch durchaus sagen, nicht reduzierbar komplex. Es gibt Funktionseinheiten, wo alle Bauteile notwendig sind, damit das Ganze funktioniert. Also so definiert man eine nicht reduzierbar komplexe Funktionseinheit. Und da wäre die Frage, gibt es das auch in Zellen? Und der letzte Aspekt, der betrifft Systeme. Man könnte auch sagen, allgemein Informationen. Es braucht also Betriebssysteme, das wissen wir bei Computern, und es braucht auch Systeme, die eine gewisse Sicherheit des Betriebs gewährleisten. Und das ist sogar noch schwieriger zu realisieren als das Betriebssystem selbst. Das sagen durchaus auch Ingenieure, der Sicherheitsaspekt, also das Funktionsausfällen gewährt wird, der ist noch anspruchsvoller als das Betriebssystem selbst. Und da wäre auch die Frage, gibt es so etwas in Zellen? Da wäre, wie gesagt, das spezielle Material, die Organisation und Funktion, bereits erwähnt, eben die nicht reduzierbare Komplexität, Betriebs- und Sicherheitssysteme und noch der Aspekt Ästhetik bzw. Kunst. Also man baut ja Computer nicht nur so, dass sie funktionieren, sondern man überlegt sich schon auch, ja, vielleicht sieht das eine Teil doch ansprechender aus, wenn man es so gestaltet, und versucht damit eben das Ästhetikempfinden des Menschen anzusprechen. Und dahinter steht natürlich ganz klar eine Absicht, ein Plan, eine Zweck-Mittel-Beziehung und eben ein vorausschauendes Handeln. Wenn es diese Dinge gibt, dann kann man davon sprechen, dass es sich hier um Schöpfungsindizien handelt. Schauen wir uns also zunächst einmal das Material an, aus dem Zellen gebaut sind. Und ich habe hier einige Moleküle ausgesucht, das sind nicht alle, aber das sind die wichtigsten, das kann man schon sagen. Dazu gehören Nukleinsäuren. Nukleinsäuren befinden sich im Zellkern, der Zellkern ist hier in der Zelle und die Nukleinsäuren stellen das Programm dar, von dem ausgehend Proteine zusammengebaut werden. Die Fette, die befinden sich eben in der Membran, daraus ist also die Zellwand gebaut, die ist hier vergrößert dargestellt. Und die Zucker, die sehen wir hier als diese grünlichen Ästchen, ja, die sitzen an der Membranoberfläche und die Zucker vermitteln zum Beispiel Erkennungsprozesse. Also wenn eine Zelle auf einen Reiz reagiert, dann tut sie das deswegen, weil die Zucker mit gewissen Gegenständen, mit gewissen Reizen in Kontakt kommen. Und dann sind da noch die Proteine. Proteine, kann man sagen, das sind die Arbeitspferde in den Zellen. Wenn wir zum Beispiel etwas verdauen, dann geschieht das deswegen, weil Proteine diese Prozesse vermitteln. Der Stoffwechsel ohne Proteine wäre völlig undenkbar. Und viele Proteine sind angewiesen auf Vitamine. In den Proteinen würden viele Prozesse überhaupt nicht ablaufen, wenn die Vitamine fehlen würden.
Das sind also allesamt Bausteine, die unverzichtbar sind. Und das ist schon bereits relativ viel. Da müsste man natürlich auch dann die Frage stellen, wie ist das alles auf einmal zusammengekommen? Kann es sein, dass so etwas schrittweise entstanden ist? Oder handelt es sich hier erneut um ein Schöpfungsindiz? Schauen wir uns zunächst einmal Proteine an. Wie sieht es mit der Herstellung von Proteinen aus? Was braucht es dazu? Zunächst einmal braucht es die 20 Bausteine, aus denen Proteine in der Natur, also bei allen Lebewesen, typischerweise bestehen. Die Aminosäuren sind hier farblich unterschiedlich dargestellt, weil sie unterschiedliche chemische Eigenschaften haben. Die gelb dargestellten Aminosäuren, das sind wasserabweisende, fettliebende Aminosäuren. Die orange dargestellten Aminosäuren, das sind polare oder man sagt auch wasserliebende Aminosäuren. Dann gibt es noch die sauren Aminosäuren, die sind hier rot dargestellt. Die tragen eine negative Ladung typischerweise. Und dann gibt es noch die basischen Aminosäuren, von denen zwei, also das Arginin und das Lysin, bei physiologischem pH-Wert, pH-Wert 7, eine positive Ladung tragen. Nun ist es notwendig, zum Aufbau eines Proteins die Aminosäuren miteinander zu verknüpfen. Da müssen also chemische Bindungen gebildet werden. Und die chemische Reaktionen können in eine Richtung ablaufen oder auch in die andere. Und je nachdem, in welche Richtung es bevorzugt geht, liegt auch das System vor. Und bei der Herstellung von Proteinen ist es eben so, dass das Gleichgewicht wesentlich stärker auf der Seite der zwei Aminosäuren vorliegt, als auf der Seite des geknüpften Peptids. Den umgekehrten Prozess, also die Spaltung des Peptids, nennt man Hydrolyse durch Wassereinlagerung. Und wie gesagt, die Tendenz zur Zersetzung dieser Peptidbindung ist deutlich stärker als zu ihrer Bildung. Und da nimmt es nicht Wunder, dass es zum Beispiel im Jahr 1955 einen Nobelpreis gab für die Synthese eines relativ kleinen Peptids. Also da hat ein Chemiker, ein US-amerikanischer Chemiker namens Vincent Duvigneau, es geschafft, das Peptidhormon Oxytocin herzustellen. Und Oxytocin besteht gerade mal aus 9 Aminosäuren. Das ist also nicht gerade viel und damals gab es dafür einen Nobelpreis. In Organismen jedoch ist es überhaupt keine Seltenheit, dass Proteine weit über 100 Aminosäuren, also aus weit über 100 Aminosäuren bestehen, viele sogar aus weit über 1000. Und da ist dann natürlich die Frage, wie soll so etwas von selbst entstanden sein, wenn selbst die Synthese so anspruchsvoll ist, dass sie mit einem Nobelpreis bedacht worden ist. Ein weiteres Problem bei der Herstellung der Proteine ist die Notwendigkeit der richtigen Reihenfolge der Aminosäuren. Also es reicht jetzt nicht, einfach nur Aminosäuren miteinander zu verknüpfen, die müssen die richtige Reihenfolge haben. Da gibt es zum Beispiel bei einer Anzahl von 100 Aminosäuren ungeheuer viele Möglichkeiten, die auf unterschiedliche Art und Weise miteinander zu kombinieren. Und wenn sie dann miteinander verknüpft sind, selbst wenn man sagen würde, ja, lassen wir mal ein paar Tippfehler zu in diesem langen Wort oder in diesem langen Satz, dann muss diese Sequenz in die richtige Faltung gebracht werden. Also Proteine werden gefaltet in eine dreidimensionale Struktur und nur dann, wenn die richtige Faltung eintritt, ist das Protein funktional. Wenn es aber nicht in die richtige Faltung gelangt, sondern in eine andere, dann ist es häufig funktionslos. Und generell beobachtet man, dass die Fehlfaltung, dass die Tendenz zur Fehlfaltung stärker ist als die Tendenz zur Faltung zur richtigen Form. Und darüber hinaus ist es so, dass viele Proteine eben nicht stabil sind, sondern denaturieren können. Denaturieren bedeutet, dass sie beim Erhitzen oder beim Verändern der Salzkonzentration in der Lösung oder des pH-Werts, dass sie dann eine andere Form annehmen, die dann aber nicht mehr funktional ist. Diese Erfahrung machen alle, die ein Ei braten. Also wenn man ein Ei aufschlägt, ist es zunächst einmal glasklar. Und wenn es dann in der Pfanne erwärmt wird, dann denaturieren die Proteine und dann sieht es ganz anders aus. Wie ist nun also
die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass ein funktionales Protein, das aus 150 Aminosäuren zusammengesetzt ist, ohne Schöpfung entsteht. Von selbst. Und da haben zwei skandinavische Wissenschaftler, Thorvaldsen und Hössjer, einen Wert genannt in einer relativ jungen Publikation. Und der Wert liegt bei 1 zu 1 hoch 50. Das ist also verschwindend gering. Man könnte hier fast von 0 sprechen. Dieser Wert berücksichtigt allerdings nicht die Notwendigkeit der richtigen Faltung. Wenn man also auch noch die Faltung berücksichtigen würde und darüber hinaus zum Beispiel noch solche Faktoren wie Racemisierung, dann käme noch ein deutlich kleinerer Wert heraus. Wie werden nun Proteine in Laboratorien hergestellt? Und das ist ein Prozess, der mir vertraut ist, da ich das im Labor oft genug gemacht habe. Man gebraucht dazu solche Synthesizer, das sind also computergesteuerte Syntheseroboter. Hier werden nur hochreine Chemikalien verwendet. Man sorgt dafür, dass die Lösungen, in denen diese Reaktionen ablaufen, möglichst frei sind von Wasser. Es wird auch dafür gesorgt, dass Reaktionszeiten genau eingehalten werden und viele andere Parameter. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Und selbst unter besten Bedingungen und unter Verwendung weiterer Spezialtechniken kommt man auf etwa 300 Aminosäuren. Das ist also so ungefähr das, was man am besten erreichen kann. Das ist die Länge der Proteine, wo man, ja, man kann schon sagen, ein beachtliches Werk zustande bringt, wenn man als Chemiker so ein Protein herstellt. Das ist also nicht gerade viel, denn in Organismen ist es keine Seltenheit, dass Proteine aus über 1000 Aminosäuren bestehen. Und dann ist dann noch die Frage, ist der Bausteinsatz, aus dem Proteine bestehen, ist der optimal oder könnte man zum Beispiel einen besseren Bausteinsatz konzipieren? Diese Frage haben sich Wissenschaftler auch vor nicht langem gewidmet und haben dann Simulationen in Computern angestellt. Sie haben den natürlichen Bausteinsatz verglichen mit etwa 100 Millionen anderer Bausteinsätze. Und das Ergebnis war, dass der geschaffene, der natürliche Aminosäuresatz optimal ist. Also besser als alle Alternativen, die man sich so angeschaut hat. Ilardo und Kollegen drücken das wie folgt aus. Es gibt immer mehr Indizien dafür, dass moderne, genetisch kodierte Aminosäurealphabet hinsichtlich vieler Eigenschaften optimiert ist. Wir sehen also, wir haben also gesehen, dass es auch noch Optimalität im Hinblick auf das Material gibt. Und das ist ein deutliches Schöpfungsindiz. Schauen wir uns noch eine weitere Komponente an von dem Material, aus dem Zellen bestehen, nämlich die Nukleinsäuren. Nukleinsäuren, die bestehen aus vier verschiedenen Bausteinen, den sogenannten Nukleotiden. Und diese Nukleotide werden wiederum verknüpft zu einem Kettenmolekül. Und diese Kettenmoleküle haben die Eigenschaft, dass sie Doppelhelices bilden können. Also das sind solche langgestreckten Moleküle, die wie eine Wendeltreppe aussehen. Und die im Inneren halten diese Doppelhelices zusammen durch Wasserstoffbrückenbindungen. Und das ist natürlich ein sehr schöner Anblick. Da konnte sich der Entdecker der Struktur der DNA auch eines entsprechenden Kommentars nicht enthalten. Watson sagte, nachdem er die dreidimensionale Struktur der DNA charakterisiert hatte, ich glaube, nur wenige Entdeckungen waren von so perfekter Schönheit. Und hier ist auch zu sehen, wie diese Nukleobasen die Wasserstoffbrückenbindung im Inneren der DNA miteinander eingehen. Nukleinsäuren sind aber nicht nur DNA-Moleküle, sondern auch RNA-Moleküle. RNA-Moleküle bestehen aus sehr ähnlichen Bausteinen wie DNA-Moleküle. Sie unterscheiden sich lediglich dadurch, dass es hier noch so eine OH-Gruppe, also Hydroxy-Gruppe sagt man im Chemischen, gibt, wo sie bei den DNA-Molekülen fehlt. Und um jetzt Nukleinsäuren zu bilden, muss man diese
einzelnen Bausteine wiederum miteinander verknüpfen. Und auch hier ist es so, dass das Gleichgewicht, also dass das System viel eher den Zustand der einzelnen Bausteine annimmt, als den Zustand, wo die Kette miteinander verknüpft ist. Auch hier ist die Kupplung deutlich weniger bevorzugt, oder die Hydrolyse ist deutlich stärker ausgeprägt als die Kupplung der einzelnen Bausteine zu einem Kettenmolekül. Die Tendenz zur Zersetzung ist also auch hier deutlich stärker als zur Bildung der Kettenmoleküle. Und es sei noch als weiteres angemerkt, dass die RNA deutlich labiler ist als die DNA. Das ist im Übrigen auch ein Grund, weswegen zum Beispiel Messenger-RNA-Impfstoffe, die derzeit angeboten werden, bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden müssen. Bausteine der RNA sind aber ebenfalls stabil. Also nicht nur die Kettenmoleküle neigen dazu, sich zu zersetzen, sondern die Bausteine der RNA sind ebenfalls labil in Wasser. Es gibt verschiedene Stellen, an denen die RNA-Moleküle vom Wasser zersetzt werden können. Da kann es zum Beispiel hier an dieser Bindung angreifen oder an der Stelle. Und so gesehen gibt es mehrere Stellen, wo die Moleküle instabil sind. Und das kommentieren Benner und Kollegen mit folgenden Worten: Viele Bindungen in der RNA sind thermodynamisch instabil in Bezug auf die Hydrolyse in Wasser. Selbst wenn sie also in Wasser hergestellt werden, werden sie auseinanderfallen. Wie können denn nun Nukleinsäuren hergestellt werden? Und auch dazu hatte ich Gelegenheit, auch dazu gebraucht man eben solche Syntheseroboter. Und auch hier muss man dafür sorgen, dass Sauerstoff und Wasser ausgeschlossen werden von dem Ablauf, bei dem Nukleinsäuren gebildet werden. Das sind solche schrittweisen Prozesse, wo chemische Zyklen ablaufen, die sich wiederholen und wo man einen Baustein nach dem anderen an die wachsende Kette anfügt. Auch hier werden hochreine Chemikalien verwendet und an diese Geräte wird nur geschultes Personal gelassen, weil sie nicht einfach selbsterklärend funktionieren. Und selbst unter den besten Bedingungen kommt man gerade einmal dahin, Moleküle von einer Länge von etwa 200 Bausteinen herzustellen. Um mal das zu vergleichen mit der Natur: Das Genom der kleinsten Organismen, da liegen etwa 100.000 Bausteine vor. Das ist also ein astronomischer Unterschied zwischen dem, was wir Menschen herstellen können und was im Zellkern selbst der kleinsten Organismen vorgefunden werden kann. Auch hier zeigt sich also, das Material ist so beschaffen, dass es offensichtlich nicht von selbst entstehen kann. Schöpfung ist also eine naheliegende Annahme, wenn man sich allein schon das Material anschaut, aus dem die Zellen bestehen. Fragen wir nun noch nach der Kompatibilität der Bauteile. Wir wissen ja, dass bei Computern die Bauteile so beschaffen sind, dass sie zueinander passen. Und jetzt ist es interessant, dass zum Beispiel Nukleinsäuren und Proteine chemisch gesehen recht unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Nukleinsäuren zum Beispiel sind, man kann sagen, solche langgezogenen, mehrfach negativ geladenen Bänder. Und das ist auch der Grund dafür, weswegen Nukleinsäuren von sich aus eher weniger zur Faltung neigen. Die Faltung ist eben gehemmt, da die negativen Ladungen sich gegenseitig abstoßen und so die Faltung verhindern. Bei Proteinen dagegen ist es anders. Es gibt Bereiche, die sind negativ geladen, es gibt Bereiche, die sind positiv geladen. Und es gibt Bereiche, die sind wasserabweisend bzw. wasserliebend. Und aus diesem Grund gesellt sich Gleiches zu Gleichem. In der Chemie ist das praktisch immer so. Ja, also Gleiches löst sich in Gleichem und dementsprechend faltet sich das Protein so, dass die Teile sich entsprechend anordnen. Und so hat man auch festgestellt, dass eben genetische Moleküle wenige Bausteine aufweisen, was notwendig ist für Stabilität, ja, das Erbgut muss ja stabil sein, während die Proteine aus vielen verschiedenen Bausteinen bestehen.
das ist notwendig für die Variabilität. Es muss ja viele verschiedene Formen von Proteinen geben, um viele verschiedene Prozesse im Körper ausführen zu können. Nukleinsäuren tendieren kaum zur Faltung, haben wir eben gesehen. Proteine dagegen tendieren relativ stark zur Faltung. Das ist auch notwendig, denn die Reaktionen, die chemischen Reaktionen, die die Proteine katalysieren, die laufen im Inneren der Proteine ab. Und dafür müssen die Proteine eben Reaktionsräume bilden. Dann ist es so, dass Nukleinsäuren, dass die physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Wasserlöslichkeit von Nukleinsäuren, sequenzunabhängig sind. Es ist also nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge man die Bausteine der Nukleinsäuren zusammensetzt. Die Wasserlöslichkeit ändert sich dadurch in keiner Weise. Bei Proteinen ist es ganz anders. Da reicht es oft genug, dass man nur eine oder zwei Aminosäuren versetzt und da ändert sich schon die Löslichkeit nicht unerheblich. Also hier haben wir komplementäre Eigenschaften, sich gegenseitig ergänzende Eigenschaften von Nukleinsäuren und Proteinen, und daher kann man sagen, sie sind eben zueinander kompatibel. Und das bringt zum Beispiel den Lebensursprungsforscher Benner dazu, folgendes Kommentar in einem Artikel zu äußern: Die irdische Version des 2-Biopolymer-Lebens enthält jedoch bezüglich seines Ursprungs ein Paradoxon. Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass beide Biopolymere gleichzeitig und spontan entstanden sind. Und noch unwahrscheinlicher, dass beide spontan, gleichzeitig und als ein kodiertes Paar entstanden sind. Oder vereinfacht gesagt, die Eigenschaften beider Polymere, also beider Kettenmoleküle, ergänzen sich und sind für Leben unverzichtbar. Wie kann ein richtungsloser Naturvorgang sich gegenseitig hinsichtlich mehrerer Eigenschaften ergänzende Makromoleküle hervorbringen? Bei einem Chemieingenieur könnte man sich das vorstellen, aber bei einem Naturprozess würde man das überhaupt nicht erwarten. Viel plausibler ist es dagegen, dass eben diese Makromoleküle intelligent angelegt sind anhand eines genialen Konzepts. Das wäre also ein Schöpfungsindiz. Fassen wir also zusammen, was sind die Eigenschaften des Materials, aus dem Zellen bestehen? Wir sehen, dass die Entstehung solcher Moleküle durch natürliche Vorgänge alles andere als plausibel ist, und sie ist auch bisher nicht vernünftig gezeigt worden und kaum als möglich erklärt worden. Es bedarf eines hohen Aufwandes und es bedarf der Intelligenz, um solche Moleküle herzustellen. Auch das zeigen viele Versuche. Unter natürlichen Bedingungen sind solche Moleküle unbeständig. Selbst wenn sie entstehen könnten, würden sie wieder zerfallen. Kompatible und optimierte Bauteile sehen wir ebenfalls bereits, wenn wir das Material betrachten, nämlich dass die DNA und die Proteine bzw. RNA und Proteine in einer Art und Weise konzipiert sind, dass sie sich ergänzende Eigenschaften aufweisen auf der Ebene ihrer Chemie. Nachdem wir nun also das Material betrachtet haben, können wir nun auf die Ebene der Funktionalitäten kommen. Und es hat sich ein Begriff eingebürgert, der in Bezug auf die Proteine in Zellen häufig angewendet wird. Man spricht von Nanomaschinen. Und die Frage dabei wäre, wie entstehen solche Nanomaschinen in der Zelle? Denn es ist ja notwendig, dass unser Gewebe sich erneuert. Es ist notwendig, dass zum Beispiel auch unsere Hirnzellen sich erneuern. Wenn das nicht geschehen würde, dann würden wir ziemlich schnell eingehen. Wahrscheinlich kennen viele auch das Bibelwort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das gilt natürlich für die Wirkung des Heiligen Geistes, der uns innerlich erneuert, der uns ermutigt und stärkt. Aber tatsächlich ist es so, dass auch der äußere Mensch immer wieder erneuert wird. Nämlich dadurch, dass Proteine immer wieder hergestellt werden und natürlich auch andere Zellbestandteile. Dafür ist aber eben die Proteinbiosynthese zuständig, die immer wieder ständig in unseren Zellen abläuft.
Und das geschieht wie folgt, das beginnt bei der DNA, da wird die Sequenz abgelesen von einem Protein und dann wird anhand dessen eine Negativkopie erstellt, nämlich die Messenger-RNA. Diese Messenger-RNA wird aus dem Zellkern heraus transportiert und im Ribosom dann übersetzt in Proteine. Das Ribosom, ja, man könnte das vielleicht veranschaulichend vergleichen mit einem Drucker. Ja, also die Information geht vom Zellkern aus und dann wird am Ribosom gedruckt. Wenn man sich das etwas detaillierter anschaut, wobei man dazu sagen muss, das ist immer noch stark vereinfacht, dann sieht das Schema etwa wie folgt aus. Oben befindet sich die DNA-Doppelhelix und auf dieser DNA-Doppelhelix gleitet die RNA-Polymerase entlang. Dabei öffnet sie an einer Stelle die DNA und synthetisiert an dieser Stelle, die man Replikationsblase nennt, die Messenger-RNA. Ja, dabei nimmt sie immer wieder Bausteine auf, die sie dann an die wachsende Kette immer wieder anfügt. Diese Messenger-RNA wird dann zum Ribosom verfrachtet und dort werden dann Aminosäure-Moleküle herantransportiert an solchen Adaptern. Diese Adapter, das sind Transfer-RNA-Moleküle. Und die sind spezifisch, das heißt, für jede Aminosäure gibt es einen spezifischen Adapter. Und dann ist es auch noch so, dass diese Adapter ja beladen werden müssen mit den Aminosäuremolekülen. Dafür sorgen wiederum andere Enzyme, sogenannte Synthetasen, also tRNA-Synthetasen. Das heißt also, hier haben wir weit über 60 Komponenten, die notwendig sind für diesen Prozess, der ständig in unseren Zellen stattfindet. Wir brauchen 20 Aminosäuren, wir brauchen 20 Adapter und wir brauchen 20 tRNA-Synthetasen, dann braucht es noch eine RNA-Polymerase und es braucht noch Ribosomen, die ihrerseits reichlich komplex gebaut sind. Das ist also ein unglaublich komplexer Vorgang und darüber hinaus ist es doch zum Beispiel so, dass Ribosomen ja auch aus Proteinen bestehen und RNA-Molekülen. Heißt also, dass Ribosomen Proteine herstellen, aus denen wiederum Ribosomen montiert werden. Man könnte also auch sagen, Ribosomen kommen nur von Ribosomen. Auch das könnte uns legt durchaus nahe, dass Schöpfung plausibel ist. Und eine einfachere Version von diesem Vorgang ist in der Natur nicht bekannt. Kommen wir nun noch zum Betriebssystem. Wenn nun also Proteine hergestellt werden anhand der Information aus der DNA, dann geschieht hier natürlich ein Informationstransfer. Denn die Reihenfolge der Bausteine in der DNA sorgt dafür, welche Reihenfolge in der Sequenz der Proteine vorliegen. Nun haben wir aber zwei verschiedene molekulare Alphabete hier vorliegen. Die vier Bausteine der DNA unterscheiden sich hinsichtlich ihrer chemischen Eigenschaften doch relativ deutlich von denjenigen der Aminosäuren. Was hier also stattfinden muss, ist eine Übersetzung. Der erste Vorgang, den nennt man Transkription, das heißt, hier wird abgeschrieben. Warum? Weil natürlich die DNA und die Messenger-RNA von ihrer Struktur her sehr ähnlich sind. Da könnte man von einem Abschreiben sprechen. Der zweite Vorgang, das ist die Translation, da wird eben die Information ausgelesen von der Messenger-RNA, anhand derer dann das Protein hergestellt wird. Und hier gibt es eine eindeutige Zuordnung von Triplets, also das heißt einer Kombination aus drei Nukleotiden zu jeweils einer Aminosäure. Man kann hier also zwanglos von einem Code sprechen. Und der zweite Entdecker der DNA-Struktur, Francis Crick, sagte dazu, ein Code ist ein Mittel zur Übertragung von Informationen aus einer Domäne in eine andere. Und da kann man eben auch anhand dessen so eine Zuordnungstabelle aufstellen. Das ist die Zuordnungstabelle, die in praktisch allen Organismen, also in fast allen Organismen vorliegt. Es gibt auch einige wenige Organismen, die etwas andere, also leicht abgewandelte Zuordnungstabellen haben, nämlich von Aminosäuren zu Dreierkombinationen von Nukleotiden. Und das kann man durchaus vergleichen, zum Beispiel mit der Situation, wenn man in die Bank geht und
dann seinen Code eintippt, um Geld abzuheben. Denn die Computer müssen ja irgendwie verstehen, um wen es sich hier handelt, der hier Geld abheben will. Also auch hier ist es dann so, je nachdem, welche Kombination aus drei Nukleotiden vorliegt, demnach wird dann auch die entsprechende Aminosäure zur Verfügung gestellt. Das ist durchaus ähnlich zu dem AST2, zu der AST2-Code-Tabelle, die in Computern Verwendung findet. Da hat man eben Zuordnung von bestimmten Kombinationen von Strömen zu Zeichen. Wenn man also eine Taste drückt, dann resultiert das im Fluss bestimmter Ströme und dann sieht man auf dem Bildschirm ein bestimmtes Zeichen. Und niemand würde bezweifeln, dass Information durchaus ein Schöpfungsindiz ist. Und bei diesen Hieroglyphen hier zum Beispiel, da handelt es sich um Information. Das ist eindeutig. Und weder das Trägermaterial, also das Gestein, noch irgendwelche Naturprozesse, also etwa Sandstürme oder ähnliches, können als Urheber für diese Zeichen herangezogen werden. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch mit diesem Schriftzug im Sand. Wenn man lange genug wartet, dann werden die Wellen diesen Schriftzug zerstören, aber sie werden niemals einen solchen Schriftzug generieren. Damit ist also klar, dass Information eben ein Schöpfungsindiz ist. Der Mathematiker Norbert Wiener sagte, Information ist Information, weder Materie noch Energie. Und Zellen, wie bereits erwähnt, müssen sich ständig gegen Naturprozesse zur Wehr setzen, damit sie erhalten bleiben. Und das, was geschieht, das sind zum Beispiel Mutationen, wenn es zu oxidativem Stress zum Beispiel kommt, durch Einwirkung von Sauerstoff, können DNA-Moleküle beschädigt werden, es kann zu Mutationen kommen und bei Mutationen, da resultiert dann auch eine Veränderung der zugewiesenen Aminosäure. Da ist dann eben eine andere Aminosäure in der Sequenz vorhanden und da kann auch die Faltung verloren gehen und damit auch die Funktion. Das ist auch der Grund, weswegen über 99% der Mutationen schädlich sind. Dafür gibt es auch eben Sicherheitssysteme. Das wäre dann der letzte Punkt. Sicherheitssysteme, das sorgt eben dafür, dass Schäden vorgebeugt bzw. Schäden repariert werden können. In Zellen gibt es etwa 50.000 Schäden pro Tag pro Zelle. Und es gibt Proteine, die diese Schäden erkennen können und sie reparieren können. Und das ist ein hochgradig intelligentes System. Man stelle sich mal vor, es gäbe eine technische Errungenschaft, die die Fähigkeit hat, Schäden zu erkennen und dann auch zugleich ein Verfahren parat zu haben, wie man diese Schäden behebt. Das ist alles andere als trivial. Und das gibt es in unseren Zellen, das geschieht jeden Tag. Ein weiteres Sicherheitssystem, das wir kennen, ist das Immunsystem. Und interessant ist hier zum Beispiel, dass eine ganz wesentliche Komponente des Immunsystems, nämlich der Phagozyt, einen Giftstoff produziert, um Keime abzutöten. Diesen Giftstoff produziert der Phagozyt mit Hilfe eines speziellen Enzyms, das aus Sauerstoff Superoxidradikale erzeugt. Das sind die hier lila dargestellten Moleküle. Und diese Superoxidradikale sind aber giftig, nicht nur für die Keime, sondern eben auch für uns. Sie vernichten nicht nur die Keime, sondern sie schädigen auch unser Zellmaterial. Und darum gibt es so eine Vorrichtung in unseren Zellen, die Peroxisom heißt. Und in diesen Peroxisomen liegen Katalysatoren vor, also sie liegen Proteine vor, die Superoxidradikale abbauen. Zunächst einmal bauen sie die Superoxidradikale zu Wasserstoffperoxid ab. Wasserstoffperoxid ist dieses Molekül und zu Sauerstoff. Wasserstoffperoxid an sich ist weniger giftig als das Superoxidradikal, aber es ist immer noch schädlich. Und darum wird es weiter abgebaut zu Wassermolekülen. Und hier sehen wir auch deutlich, dass diese beiden Komponenten untereinander schlecht auskommen. Wenn es die Peroxisomen als Giftentsorgung in der Zelle nicht gäbe, dann würde eben das Immunsystem die Zelle selbst zerstören. Ich komme also zum Fazit. Wir haben gesehen, dass Zellen in ähnlicher Weise, vielleicht noch deutlich genialer, ein besonderes, ein optimiertes Material aufweisen.
Wir haben gesehen, dass es in Zellen kompatible Bauteile gibt, zueinander kompatible Bauteile, dass in Zellen nicht reduzierbar komplexe Funktionseinheiten vorliegen, dass Zellen eben ähnlich wie Computer empfindlich gegen Schäden sind und dass es zugleich Sicherheitssysteme gibt, die solche Schäden beheben können. Und wir haben auch gesehen, dass es auf Codierung bzw. Information beruhende Betriebssysteme gibt, sowohl im Computer als auch in Zellen. Darüber hinaus können Zellen aber etwas, was Computer natürlich nicht können. Zellen können wachsen, Zellen können sich vermehren, Zellen haben die Fähigkeit der Wahrnehmung und der Anpassung. Damit sind sie also, besitzen sie Eigenschaften, die für die Techniker und Ingenieure noch einen Traum darstellen. Ja, damit bedanke ich mich vielmals und würde mich freuen, wenn es zu dem Gesagten noch Fragen gäbe. Vielen Dank.